Hallo liebe Freunde! Ja, ich bin mal wieder am Start und zwar befinde ich mich ja jetzt nicht mehr, aber eigentlich in Grömitz im Urlaub und wir machen heute eine 20 Kilometer Tour. Werden zum Kloster, ist das glaube ich, Klostercafé, irgendwie Ziesmar laufen und ja, da unser Päuschen machen und dann wieder zurück nach Grömitz. Was uns erwartet, weiß ich nicht. Ich war tatsächlich noch nie hier. Ich bin schon so oft in Grömitz gewesen, aber außerhalb von Grömitz, so wandern war ich noch nicht. Ja, wir haben tatsächlich Höhenmeter jetzt hier. Unglaublich für hier. 70 Stück an der Anzahl, also für 20 Kilometer ja nichts. Es ist ähnlich wie im Münsterland und ja, Wanderern wird man hier nicht begegnen, wenn dann Fahrradfahrern. Und ja, ich freue mich, dass ihr hier dabei seid und zum Schluss gibt es noch ein paar Impressionen von Grömitz. Viel Spaß dabei! So patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question. Raus aus Nienhagen, ein kleines verwunschenes Örtchen, sind wir jetzt tatsächlich gefühlt das erste Mal auf so einem kleinen Wanderweg unterwegs. Ja, wir wandern ja immer noch zum Kloster Ziesmar und freuen uns da schon auf Kuchen und Kaffee. Und ja, mal gucken, was wir jetzt hier noch zu Gesicht bekommen. Ich denke, ähnlich strukturiert, wie gesagt, wie im Münsterland. Keine Erhöhungen mehr. Wir hatten 70 Höhenmeter auf der Strecke und die sind alle schon erledigt. Ist das nicht toll? Oh, ich liebe Ziegen. Maxi sagt schon, oh toll, jetzt bleiben wir wieder stundenlang hier, ne? Ja, oh, ich liebe. Guck mal, wie süß die ist. Ist die nicht toll? Ja, meine Maus. Oh, ich liebe sie einfach. Hallo. Hallo, meine Maus. Ein Highlight lag jetzt hier auf unserer Tour, der Hof Hagen. Ja, wunderschön gemacht, finde ich. Man kann hier draußen sitzen, wahrscheinlich auch Kaffee trinken zum Nachmittag. Die haben von Donnerstag bis Sonntag wohl geöffnet, da gibt es auch frische Brötchen und so weiter. Für die Kinder ist was da, die süßen kleinen Ziegen zum Streicheln. Ich schätze mal, dass es im Winter vielleicht auch Weihnachtsgänse geben wird. Ja. Aber auf jeden Fall denke ich, dass drin auch jede Menge noch zu sehen ist. Vielleicht Kartoffeln oder so, was man hier kaufen kann. Ja, und draußen war ja auch schön gestaltet mit verschiedenen Dekorationsartikeln. Und genau, fand ich jetzt richtig klasse. War mal ein Highlight auf dieser Tour. Sonst gehen wir immer relativ, naja, ein bisschen langweilig momentan. Aber vielleicht kommen ja nochmal der ein oder andere schöne Feldweg. Ich hatte mir das jetzt auch ja selbst zusammengebastelt, weil
ja, so viel Vorgaben gab es hier leider nicht an Strecken. Und ja, gucken wir mal, was wir noch so zu sehen bekommen und wo uns der Weg noch so hinführt. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. So, erstmal kleines Päuschen hier. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Give me up, something new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Hinter uns und wir sind jetzt in so eine Waldpassage reingekommen und richtig toll jetzt. Also es fing schon gerade an, wieder mehr Highlights zu geben, nicht nur auf der Asphaltstraße und am Acker vorbei, wobei ich das auch eigentlich toll finde, wenn man so die Weiten sieht, finde ich auch richtig klasse. Aber jetzt gibt es ein bisschen mehr Abwechslung und wie ihr gerade gesehen habt, wir kommen jetzt gleich auf das Kloster Cisma drauf zu und freuen uns auf einen leckeren Kaffee und ein Stück Kuchen. Wir haben jetzt das Kloster Cisma erreicht. Das Café war auch schon offen. Eine sehr, sehr nette Dame hat uns bedient und ja, wir haben uns jetzt nach draußen gesetzt. Ist schon echt schön warm und ja, durchs Wandern wird man ja eh, ist einem eh warm und deswegen ist das hier ganz gemütlich gerade draußen. Und wir lassen uns jetzt auf jeden Fall den Pflaumen- und Käsekuchen schmecken.
Wir sind jetzt vom Kloster Zisma weg und es war wirklich sehr, sehr schön. Also der Kuchen war sehr lecker, der Kaffee war lecker, die Mezzomix auch, oder das Mezzomix, kann man ja nicht viel falsch machen mit. Und wir gehen jetzt zum Lenzer Strand und werden den, ja, die letzten Kilometer dann am Strand entlang gehen. Also quasi nochmal schön die Ostsee genießen auf dieser Wanderung. Und genau, ja, man konnte auch so ein paar Eindrücke sehen beim Kloster Zisma. Ich weiß nicht, nennt man das Kapelle dann oder drin. Jedenfalls war dieser kirchliche Raum auch sehr, sehr schön. Leider konnte man nicht komplett durchgehen, aber ich denke, da konnten wir auch ein paar Eindrücke einfangen. Ja, anfänglich war ich ein bisschen skeptisch, was so, ja, den Weg oder die Wanderung angeht, aber mittlerweile bin ich super, super zufrieden. Also das Waldstück vor dem Kloster, jetzt gehen wir auch zwar hier am Acker entlang, aber ich finde die Weite wunderschön. Also ich mag das eigentlich total gerne. Mich hat so ein bisschen so die Straßenähnlichkeit so ein bisschen gestört, aber jetzt alles super und ich würde mich am Lenzer Strand nochmal melden und euch noch ein paar Naturbilder, Aufnahmen zeigen. Viel Spaß! Ich doch nochmal vom Lenzer Strand. Ich glaube, einige Saatkrähen sind hier unterwegs. Also ich glaube, dass sie das sind. Und das hat man in Grömitz ja auch sehr oft. Und irgendwie, mein erstes Video, was ich mal hochgeladen habe, war Die Vögel sind zurück von Alfred Hitchcock oder so ähnlich. Und das hört sich immer so an, finde ich, wenn die hier unterwegs sind in so einem Trubel und so viele. Und muss ich immer an den Film denken. Also wer den noch nicht geguckt hat, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ein Old-Klassiker, ein Oldschool-Klassiker sozusagen. Lenzer Strand. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ja, wir waren gerade da bei der Klettermöglichkeit. Und da gibt es auch einen Bäcker. Normal hat er auch offen, aber sonntags eben nicht oder ab mittags dann halt nicht mehr. Da kann man sich schön draußen hinsetzen. Es gibt viele Spielplätze, ein paar Infotafeln. Also richtig toll gemacht. Und eine Minigolfanlage gibt es auch. Wobei ich sagen muss, da ist die in Grömitz deutlich besser. Also die finde ich so ein bisschen, naja, nicht so doll gepflegt. Aber kann man mit Sicherheit auch machen. Ist auch ein bisschen günstiger als in Grömitz. Ja, und jetzt laufen wir wieder zurück hier am Strand.
So, wir machen jetzt hier ein Päuschen und es gibt ein bisschen Müllermilch. Ja, Sebastian macht das ja tatsächlich nicht mehr, glaube ich, seine Buttermilch trinken. Zumindest habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und wir genießen jetzt ja, so ein bisschen die Aussicht hier am Strand. Es ist wunderschön gerade hier. Die Sonne ist zwar weg, aber dadurch hat sich so ein schönes Muster ergeben durch die Wolken am Himmel. Und ja, schöne Farben sind zu sehen und das gucken wir uns jetzt erstmal noch an. Ja, liebe Leute, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir sind 20 Kilometer gelaufen und hatten eine wunderschöne Tour. Ja, und ich freue mich, dass ihr bisher zugeschaut habt. Jetzt gibt es noch ein paar Impressionen aus Grömitz und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.